Sie wissen ja sicherlich, meine Damen und Herren, dass es Zufälle gibt und dass es allerreinste Zufälle gibt. Und es ist sicherlich ein allerreinster Zufall, dass kürzlich vor allem US-Großbanken zum Einstieg in den Aktienmarkt geblasen haben. Das Tief haben wir gesehen. Wir werden neue Allzeithochs wahrscheinlich sogar sehen, weil die Fed, die wird es retten. Das ist jetzt vom Tisch, dass wir da nochmal neue Tiefs sehen könnten. Also bitte geht alle rein. Kauft alle, es ist doch so wunderbar. Ist das aber ganz ohne Absicht passiert? Haben Großbanken kein Eigeninteresse? Das ist die Frage, die man vielleicht mal stellen müsste. Und im folgenden Video möchte ich mal ein Schlaglicht auf so ein paar Dinge werfen, die ein bisschen fragwürdig sind. Es gibt nämlich einen ziemlich großen Unterschied zwischen dem, was diese Großbanken sagen, und dem, was diese Großbanken tun. Und das wollen wir jetzt im Einzelnen uns mal anschauen. Schauen wir uns mal zunächst diese Grafik an von Sven Henrik. Als zum Beispiel hier bei 2200 Punkten im S&P 500 Goldman Sachs gesagt hat, oh Gott, es kommen neue Tiefs, alle raus bitte, es ist ganz, ganz schlimm. Kürzlich hat man gesagt, als wir dann jetzt doch etwas leicht überkauft waren, dazu gleich mal mehr, hat man gesagt, naja, also das ist jetzt das Schlimmste, ist überstanden, es geht jetzt bergauf, wir werden wahrscheinlich die 3000 im S&P 500 sehen und wahrscheinlich sogar die 3200, ähnlich JP Morgan mit Marco Kolanovic, ähnlich auch Morgan Stanley, die eigentlich sonst eher bierisch sind, sie sind alle extreme Bullische gewesen. Schauen wir uns mal an, auf welchem Niveau das eigentlich passierte, anhand der Konsensschätzungen für die Zahlen der US-Unternehmen aus dem ersten und zweiten Quartal. Wenn wir diese Konsensschätzungen nehmen, die wahrscheinlich noch relativ optimistisch sind, dann sind die Aktienmärkte an der Wall Street derzeit in etwa so teuer wie auf dem Allzeithoch am 19. Februar. Also es ist sicherlich ein extrem günstiger Einstieg und möglicherweise ist es ja so, dass diese Dickfische an der Wall Street den Ausstieg verpasst hatten, als es nach unten crashte und jetzt versuchen noch ihre Positionen zu retten, indem man ein bisschen Propaganda macht und dann an die geneigten Investoren, die vielleicht etwas weniger smart sind, zu deutlich höheren Preisen diese unter Wasser stehenden Positionen, die langsam wieder ein bisschen Licht am Ende sehen, vielleicht aufs Auge drücken zu können. Das ist eine Theorie, das kann man nicht beweisen, aber es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Wall Street, dass so etwas passiert. Schauen wir uns mal zum Beispiel einen Bill Ackman an, der am 18. März auf CNBC gesagt hat, Hell is coming, die Hölle kommt, alles ganz, ganz schlimm. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bill Ackman, Hedge Fund Manager, massive Short-Positionen. Als wir dann auf dem Tief waren um und bei, hat er die glattgestellt und ist massiv long gegangen. Also das auch sicherlich ganz uneigennützig passiert. Wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wer eigentlich die Profiteure in letzter Zeit sind, dann sehen wir hier einen Chart seit der Finanzkrise unterteilt in verschiedene Einkommensgruppen. Die Top 1 haben ihr Einkommen mehr als verdoppelt seit diesem Zeitraum, während die Bottom 20, also die 20%, die unteren 20% deutlich verloren haben, die in der Mitte sind, die haben ungefähr, naja, ganz leicht gewonnen, die anderen immer mehr gewonnen, je höher man also in der Einkommensstruktur war bei der Finanzkrise, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass man dann noch viel reicher geworden ist, während die Ärmeren noch viel ärmer geworden sind. Und genau das passiert jetzt wieder. Wir haben jetzt praktisch nicht nur Zombie-Firmen, die weiter überleben, sondern wir haben Zombie-Märkte, in denen diejenigen, die ohnehin schon viel besitzen, nämlich die Top 1-2%, die in etwa 50% aller US-Aktien besitzen, die werden jetzt ein Stück weit ausgebailt. Auch diejenigen, die zum Beispiel Junkbonds gekauft haben auf der Suche nach Rendite, die werden ausgebailt, weil die Fed ja bekanntlich High-Yield-Anleihen, ETFs von High-Yield-Anleihen kauft. Also die Sauerei, könnte man sagen, geht weiter. Und das zu Bewertungsniveaus, die derzeit bei 131% liegen zum BIP, nämlich die Marktkapitalisierung der US-Aktien. Jetzt muss man sehen, dass natürlich das BIP jetzt massiv nach unten kommen wird. In nächster Zeit dementsprechend ist die Bewertung eigentlich faktisch jetzt schon umso höher. Also es ist unglaublich günstig, jetzt Aktien zu kaufen. Und die Taten und die Worte, wenn wir die mal gegeneinander stellen, wie das Lance Roberts hier tut, der sagt, absolute nothing to worry about, but we are boosting our loan loss reserves, also die Banken. Die fahren massiv ihre Kreditrückstellungen nach oben, weil sie eben davon ausgehen, dass massiv Kredite ausfallen. Aber buy stocks, kauft Aktien. Ja, das ist natürlich extrem stringent und passt zusammen. Hier mal eine Übersicht
wo wir sehen, wer welche Rückstellungen macht. Am meisten natürlich JP Morgan, die auch natürlich am dicksten sind. Dann kommt Citi, Bank of America und dann schließlich Wells Fargo. Wenn wir uns mal anschauen, auch zwischen dem, was einige sagen und die anderen tun, dann auch wieder Lance Roberts, der mal abgleicht, die Wall Street Analysten mit den CEOs. Die CEOs, die werden immer pessimistischer, wie Sie in folgender Grafik sehen oder in dieser Grafik sehen, nämlich dieser dunkelblaue Graph, der nach unten zeigt, während die Wall Street Analysten immer optimistischer werden. Wer ist wohl besser informiert? Wer hat wohl mehr Ahnung? Natürlich die Analysten, das ist völlig klar. Schauen wir uns noch dann das Sentiment an. Wir hatten jetzt den sogenannten Spider-Optimism, also der Optimismus, dass der SPY, das maßgebliche ETF auf den S&P 500, weiter steigt, war bei 98. Das ist einer der höchsten Werte, die wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben. Dementsprechend ist die heutige Korrektur dieser massiven Rallye natürlich nicht ein allzu großer Zufall und natürlich auch kein Zufall, weil die Banken es wollten. Zufall ist aber natürlich, dass hier die Zahlen heute massiv brutal enttäuscht haben von der US-Konjunktur. Hier sehen wir den New York Empire State Index mit minus 78,2. Das ist der schlechteste Wert, seit es diesen Index gibt. Das kommt ja alles aus heiterem Himmel. Wer hätte das ahnen können? Geld, das kann man doch nicht wissen, dass wenn die Wirtschaft stillsteht, dann die Zahlen auch schlecht werden. Ne? Also das war natürlich reinster Zufall, dass die Zahlen schlecht sind und gestern dann noch zum Einstieg geblasen wurde. Und ähnlich sieht es aus bei den US-Einzelhandelsumsätzen, minus 8,7%. Das ist der schlechteste Wert, den wir hier in dieser Grafik sehen. Ja, ever gab es noch nie, nämlich mit minus 8,73%. Das vorher schlechteste oder das zweitschlechteste war Januar 1987 mit 6,4%. Konnte kein Mensch ahnen, kam natürlich aus heiterem Himmel und ist natürlich wirklich für die US-Konjunktur so wichtig, weil der Konsument so wichtig ist. Und wenn die Konsumenten nicht mehr kaufen, dann gibt es Problemische. Wo gibt es Problemische? Das kann man in Produktgruppen mal sehr gut zeigen. Vor allem sehen wir hier, dass Kleidung massiv nach unten geht, minus 50%. Wir haben Motor Vehicles, also Autos, minus 25%, Möbel minus 26%. Aber zum Beispiel Supermärkte haben ihren Umsatz deutlich gesteigert, weil die Leute eben teilweise gehortet haben. Dazu muss man ja auch sagen, dass im März oder hier der Einzelhandelsumsatz hier aus dem März ist. Da ist ja dann erst in der zweiten Märzhälfte die ganze Geschichte schwierig geworden durch den Lockdown. Auch das Homebuilder-Sentiment, NHB, Homebuilder-Sentiment, ist heute historisch abgestürzt. Auch wichtig, weil die Amerikaner sehr stark eben von ihren Wertspeichern Immobilien leben, darauf Kredite aufnehmen. Wer also ein Haus hat, selbst wenn er Schulden drauf hat, kann dann mit seiner Kreditkarte praktisch mit Erlaubnis der Bank weiter konsumieren, weil ja das Haus die Sicherheit ist. Das ist also auch ein sehr, sehr neuralgischer Punkt. Und derzeit ist die Stimmung in den USA noch einigermaßen gut, weil jetzt eben die Schecks bald kommen. Die müssen zwar erst mit dem Namen von Trump versehen werden, wie wir seit gestern Nacht wissen. Darauf hat er bestanden. Jetzt muss das Finanzministerium in den USA überall auf diese Schecks, auf die die Amerikaner sehnlichst warten, den Namen von Trump schreiben, damit sie auch unbedingt wissen, von wem das ist. Aber es wird dann weniger. Und wenn es weniger wird, dann wird es ungemütlicher auch bei der Stimmung für die Amerikaner. Und es wird wahrscheinlich eine zweite Welle von Entlassungen geben, wie hier das Wall Street Journal sehr gut zeigen kann. Denn viele sind jetzt ja im Homeoffice, aber den Firmen brechen die Umsätze weg. Und wenn die Umsätze wegbrechen, was soll man tun? Dann entlässt man die Leute, vorwiegend in dem Bereich Food, Service, Accommodation, also alles, was mit Gastro irgendwo zu tun hat, Retail, Einzelhandelsumsatz, alles außer Online. Wir sehen Entertainment, all diese Bereiche, die wahrscheinlich auch den ganzen Sommer über nicht funktionieren werden. Massenveranstaltungen wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Wir sehen, dass die Situation in manchen Ländern schlimmer ist, am wenigsten schlimm, interessanterweise offenkundig in Deutschland. Hier sehen wir mal den Rückgang von Stellenanzeigen. Da ist Deutschland mit minus 14% noch relativ gut aufgestellt. Die USA mit minus 23,6% schon deutlich schlechter. Und am schlimmsten trifft es Kanada und UK, also angelsächsische Länder, mit minus 35 und minus 36%. Das heißt, die Stellenanzeigen werden ein bisschen weniger. Gleichwohl sind die US-Konsumenten, wie hier Daten der Bank of America zeigen, nach wie vor ganz gut am Konsumieren. Es ist zurückgegangen, aber im Vergleich zum Vorjahr konsumiert man immer noch mehr. Das heißt,
Da ist man noch über der Nulllinie, da ist also noch sehr, sehr viel Fallpotenzial an weniger Konsum sozusagen. Wir haben da also noch Luft. Was hier passiert, ich hatte es eingangs gesagt, ist im Grunde, dass nicht nur Zombiefirmen jetzt durchgeschleppt werden, sondern die Märkte zombifizieren insgesamt. Man kann eigentlich von einem Anleihemarkt gar nicht mehr großartig sprechen, wenn die Fed eben massiv sich an diesen Anleihemarkt beteiligt und eben massiv kauft. Und Ray Dalio sagt hier, wenn die Fed Anleihen kauft in diesem Maßstab, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie dann auch Aktien kaufen wird. Das ist wahrscheinlich das, was dann die nächste massive Rallye auslöst. Viele Profi-Investoren in den USA sagen ja, dass man genau das tut, was die Fed tut, dann kann man nicht viel falsch machen. Profiteure sind natürlich Firmen wie Amazon. Wir hatten heute einen Artikel über das Allzeithoch bei Amazon geschrieben. Daraufhin ein Kommentator, Amazon frisst das Small Business, viele werden nicht mal mehr aufmachen. Ja, das stimmt, aber man muss eben auch sehen, dass an Amazon, dieser Riesenkrake gleichzeitig auch viele Muscheln hängen. Das heißt, viele deutsche Firmen zum Beispiel, Mittelständler, verkaufen über Amazon und das ist sozusagen für die eine Chance auch weiter zu überleben. Es hat alles Vor- und Nachteile. Klar, Amazon ist ein großer Profiteur, aber man darf nicht vergessen, dass an dieser großen Krake eben auch viele Muscheln dranhängen, die so mitschwimmen. Und ohne diese Krake wäre es für diese Unternehmen noch schwerer. Schauen wir uns mal ein paar Charts an, die ich Ihnen zum Abschluss dieses etwas länglich geratenen Videos nochmal zeigen will. Wir sehen den DAX, der jetzt steigen kann, nochmal nach den Verlusten auf 10.340. Wir gehen über gleich zum Dow Jones, die Charts von Capital.com. Er kann hier wieder ein bisschen zulegen auf 23.523. Hurra, es geht also wieder nach oben. Es ist ja auch besonders günstig derzeit. Der Euro kann zulegen, nachdem jetzt ein bisschen die Panik in den letzten Minuten rausgegangen ist, die dann wiederum zur Dollarstärke geführt hat, nämlich diese Panik. Wir sehen Gold, das aktuell nicht wirklich profitieren kann, 1714. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil jetzt auch mit einem Anstieg, nachdem es vorher nach massiv gestiegenen Lagerbeständen ja deutlich mit dem Preis heute nach unten gegangen war, glaube ich, tiefster Stand seit 2002. Also alles reinster Zufall wahrscheinlich, dass man hier zum Kauf bläst, weil alles ja so toll ist und die Wirtschaftsdaten, die kommen aus heiterem Himmel, das kann man einfach nicht vorhersehen, beziehungsweise die Banken, die Großbanken hatten es ja vorhergesehen, aber gleichzeitig trotzdem zum Einstieg geblasen. Mal sehen, wie es ausgeht. Jetzt wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Feierabend und sag Servus und ciao.